Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem ganz speziellen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir irgendwie gar keine großen Gedanken, sage ich mal, jetzt gemacht, sondern wollte euch einfach jetzt mal frei erzählen, frei Schnauze, was los ist. Ihr habt ja sehr wahrscheinlich schon im Titel gelesen, ich ziehe aus. Und zwar ist das eigentlich genau auf den Punkt getroffen, sozusagen, dass ich ab jetzt nicht mehr mit Cheng zusammen in einer Wohnung wohne. Das heißt, ich bin ausgezogen jetzt. Wie man hier sehen kann, im Hintergrund sind die Sachen, die mir gehören und die ich mitgenommen habe nach Hause. Ich bin jetzt erstmal hier kurz in meiner Heimat. Nur als kleine Erklärung für euch, weil ihr fragt euch jetzt ja wahrscheinlich so, ja, was ist passiert und wieso bist du jetzt ausgezogen und bla bla, und um da jetzt einfach mal alle Gerüchte oder irgendwas hin vorzuschieben. Ihr wisst schon, ich kann schon gar nicht richtig reden, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll, aber auf jeden Fall, wir haben uns nicht gestritten oder irgendwas, sondern einfach, ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach für mich und mein Leben da nicht zu 100% glücklich bin. Das hat einfach sehr viele Gründe gehabt, die dann irgendwie zusammengekommen sind und ich mich halt letztendlich dafür entschieden habe, auszuziehen und vor allem halt auch aus Köln wegzuziehen, was eigentlich eine super geile Stadt ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass Cheng eine Person ist, die super gerne unterwegs ist und viel reist und alles, und ich habe das sehr wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen, aber ich war schon oft alleine in der Wohnung, und wie ihr wisst, ist das eine riesige Wohnung, und dann in Köln. Es ist einfach so, dass ich eigentlich gar nicht gerne allein bin. Ich hasse es. Um ehrlich zu sein, hasse ich es, alleine zu sein. Ich weiß nicht, man kann nichts machen, klar. Ich habe einfach Bock, was zu machen und irgendwie, keine Ahnung, ich will viel aktiver sein, so als ich es jetzt in der letzten Zeit gewesen bin. Ihr habt auch gemerkt, bei den Videos irgendwie kam da nicht mehr der... Ich weiß nicht, war nicht mehr das Wahre. Ich war da selber auch nicht mehr wirklich mit zufrieden, und jetzt habe ich wirklich einen Cut gesetzt und will auf jeden Fall einen fetten Neuanfang starten. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Es war jetzt nicht nur, weil ich da ein paar Mal jetzt alleine war, weil Cheng unterwegs war oder so, sondern bei mir ist es auch so, dass ich ungefähr fast jedes Wochenende nach Hause gefahren bin bezüglich meiner Freunde. Ihr habt es alle nicht gewusst, aber auch bezüglich meiner Freundin. Aber das ist halt jetzt auch alles irgendwie... Es ist auch eine Sache, die mich jetzt sehr lange beschäftigt und beschäftigt hat und alles. Und ja, irgendwann hat das halt auch nicht mehr so wirklich funktioniert. Und jetzt... jetzt auch nicht viel zu sagen, aber es ist... Also wie gesagt, ich habe jetzt keine Freundin mehr. Und ja, bin da auch sehr traurig drüber und alles, aber hey, ich wollte das eigentlich nicht reinschneiden, aber ist jetzt egal. Und deshalb will ich auch für mich persönlich einfach einen Neuanfang starten. Wie gesagt, ich war fast jedes Wochenende immer zu Hause von Köln aus. Und meine Kumpels, das sind so, wir sind so eine eingeschworene Truppe. Wir sind 7 Leute und ich kenne die Leute seit dem Kindergarten wirklich, und das sind meine absolut besten Freunde, jeder einzelne von denen, und ich liebe die einfach so heftig, genau wie meine Familie hier. Und für mich war es einfach irgendwann logisch zu sagen, yo, ich ziehe wieder mehr in die Richtung meiner Kumpels, weil jedes Mal dann nach Hause fahren, und wurde auch irgendwann einfach mega stressig. Und Köln mag vielleicht eine Stadt sein, wo ich vielleicht erfolgreicher werden könnte, vielleicht mehr Geld verdienen könnte, aber mir sind die Freunde und Familie einfach wichtiger, und ich persönlich bin da einfach viel glücklicher mit, wenn ich hier, keine Ahnung, mit dem Fahrrad kann ich zu einem Kumpel fahren, dann zocken wir eine Runde Playsee und so. Sowas habe ich in Köln halt nicht gehabt, keine Ahnung, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich bin unheimlich froh und fühle mich wohl, jetzt diesen Schritt auch gemacht zu haben. Ich werde hier auch mit einem Kumpel zusammenziehen, den ihr auch sehr wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Video von mir gesehen habt. Da verrate ich jetzt aber nochmal nicht zu viel. Das wird, ich sag euch mal grob, so Anfang September wird die ganze Sache starten und alles, und wir haben richtig Bock, wir wollen richtig Vollgas geben. Ich habe einfach Bock, ich bin motiviert, ich will wieder nach vorne gehen und nicht so viel in der Vergangenheit schwelgen und so, sondern einfach hier und jetzt einfach da sein und bald einfach Vollgas geben, Leute. Und da werdet ihr nicht drum rumkommen, dass ich so viele Videos machen werde und alles. Da werdet ihr verrückt, Leute. Es werden auch noch Videos mit Cheng kommen, mit
Rob und alles, die sind ja nicht aus der Welt. Nach Köln kann man ja immer noch fahren. So ist es ja nicht. Ne? Wenn ihr dieses Video seht gerade, bin ich mit meinen besten Freunden auf einem Roadtrip nach Kroatien. Einfach mal ein bisschen Urlaub machen. Ich werde da ein Video machen, weil, Leute, das ist natürlich auch meine Leidenschaft mit Drohne und Kamera. Aber halt so ein cooles Impressionsvideo, so einfach, wo ich halt auch keinen Stress mit habe. Und ich will mal wirklich wieder runterkommen. Ich muss mich auch irgendwie selbst wieder ein bisschen finden, so was will ich selber auch persönlich so, weil ich habe immer viele auf andere Leute geachtet und so, klar mache ich das immer noch, aber so, wisst ihr, man muss auch ein bisschen so selber sein Glück finden wollen und ist total blöd ausgedrückt, aber ja, wenn ihr euch übrigens fragt, was das hier ist, ne, wir haben so eine Wette am Laufen, spätestens am Roadtrip, beziehungsweise im nächsten Video werdet ihr mich komplett anders sehen, sehr wahrscheinlich mit einem anderen Bart. Haare kommen jetzt auch endlich mal wieder ab, also wie gesagt, ich habe einfach Bock, einen kompletten Cut zu machen so und einfach neu zu starten. Also ich sehe auf jeden Fall, dass Cheng mit Sabrina einfach mega glücklich ist und ich gönne es den beiden auch einfach vom ganzen Herzen. Ich meine, es ist ja auch ungewöhnlich, so eine WG irgendwie zu haben, wo ein Pärchen ist und ein so ein Rothaariger dabei, ne? Deswegen, für mich war es einfach dann nicht mehr passend so. Ich fühle mich hier einfach wohler und ich habe Bock auf jeden Fall mit meinem Kumpel zusammenzuziehen und da richtig geile Scheiße zu machen. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Sachen ihr sehen wollt. Wir sind auf jeden Fall schon fett am Plan und das wird ein fettes, fettes YouTube-Comeback. Dazwischen werden trotzdem, zwischen diesem Video und Anfang September, wo es dann richtig losgeht, werden natürlich trotzdem noch Videos kommen. Ich werde mal gucken, jetzt wie viele Videos dann kommen, aber ich möchte jetzt meine Energie auch in die Planung auch reinstecken. Einfach alles Mögliche rausholen, was geht. Das ist nämlich noch viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles gesagt habe. Ja, ich bin froh, dass ich hier bin. Hier fühle ich mich einfach wohl. Hier fühle ich mich heimisch und hier gehöre ich einfach hin. Und deshalb bin ich glücklich darüber, dass ich diesen Schritt getan habe. Wie gesagt, ich verdanke alles, dass ich hier an diesem Punkt bin, verdanke ich alles Cheng, also wirklich. Klar, ein bisschen muss man auch selber machen, aber er hat diesen Stein am Anfang ins Rollen gebracht und dafür bin ich dir einfach auch mega dankbar und alles. Und das kann man auf jeden Fall nicht in Worte fassen. Schreibt es euch in den Kalender, Anfang September wird YouTube Deutschland wirklich rasiert, aber vom Allerfeinsten. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.